Wir wussten immer, dass wenn wir auf unseren Planeten achten, er auch auf uns achten würde. Aber wir interessierten uns immer mehr für uns selbst. 2020 bezahlte jeder den Preis dafür. Die Erderwärmung hatte unseren Planeten fest im Griff. Viele Länder wurden zu Wüsten. Und ein Massenexodus von Klimaflüchtlingen auf der Suche nach neuen Zufluchtsstätten hatte begonnen. Länder wie das Vereinigte Königreich wurden praktisch überrannt, weshalb wir unsere Grenzen schließen mussten. Aber dennoch gab es keine Möglichkeit, der immer weiter eskalierenden Energiekrise zu entkommen, da die fossilen Brennstoffe mittlerweile alarmierend niedrige Pegelstände erreicht hatten. Jedoch blieb unser Hunger nach Energie unvermindert groß. Da es keine praktikable Alternative gab, unser Leben mit Energie zu versorgen, stand die Welt vor einer ungewissen Zukunft. Unser Augenmerk richtete sich auf die Arktis und ihre ausgedehnten Ölfelder, die angeblich unter ihrem schmelzenden Eis liegen sollten. Ich wusste, dass die Lage verzweifelt war. Doch fürchtete ich, dass die Folgen von Bohrungen unter dieser zerbrechlichen Wildnis katastrophal sein würden. Ich brauchte Beweise. Und als mein Freund mich anrief und mir diese Beweise versprach, brachen wir auf. Richtung Norden. Da gehen wir runter. Sein Leben mit Theorien über Klimaveränderungen am Computer zu verbringen, ist eine Sache, Tom. Jetzt musst du an die vorderste Front. Da ungefähr sind wir hier. Besser als Vorträge vor den Ignoranten der Polarallianz zu halten. Lass uns das schön langsam angehen. Schon eine falsche Bewegung hier draußen kann tödlich sein. Wir müssen aufpassen, dass wir nah an der Gletscherwand bleiben. In der Mitte wird das Eis brüchiger. Okay, fahren wir sie hoch. Bin gleich wieder da. Hast du ein Bild? Ja, es läuft. Mein Gott. Das ist ja noch viel schlimmer, als ich gedacht hatte. Die Halo-Bohranlage ist in dieser Gegend aktiv. Circa 20 Kilometer nördlich von hier, aber sie ziehen ständig weiter. Wer hat das sonst noch gesehen, Ben? Du bist der Einzige, den ich überzeugen konnte, mit hierher zu kommen. Bei Halo will das keiner wissen, was nicht gerade überraschend ist. Scheiße. Die hängt an irgendeinem Vorsprung fest oder so. Verdammt. Sichere du dich hier, ich versuch sie freizuschwingen. Gut, aber was mache ich, wenn... Dann musst du mich halten.
komm schon. Komm schon. Und jetzt? Noch nichts. Was ist das? Das Eis verschiebt sich. Drück dich an die Wand, bis es vorbei ist. Tom! Überzeugt. Die Arktis ist ein unversöhnlicher, mörderischer Ort, Tom. Anscheinend nimmt sie jetzt das, was wir hier machen, persönlich. In der Welt hattest du überhaupt da draußen im Eis zu suchen, Tom? Ich musste mit eigenen Augen sehen, was da vor sich geht. Das braucht dich doch gar nicht zu interessieren. Unsere Aufgabe ist es, zu überprüfen, ob Halo die Bedingungen ihrer Lizenzvereinbarung einhält und Schluss. Steht mehr auf dem Spiel als seine läppische Bohrlizenz. Nein, hör mir zu. Du darfst da nicht so emotional rangehen. Du hättest ernsthaft verletzt werden können. Und Halo-Mitarbeiter eventuell auch, wenn sie dich hätten retten müssen. Bei dem, was ich gefunden habe, ist das völlig irrelevant. Als Vorstandschef der Polarallianz muss ich neutral bleiben. Dein Job ist es lediglich, Fakten zu präsentieren. Kannst du das, Tom? Kannst du uns Fakten präsentieren? Hast du kein besseres Jackett, Mann? Das grönländische Inlandeis ist eine brüchige und gefährdete Landmasse. Aus diesem Grund muss ich mich gegen eine Erneuerung der Bohrlizenz von Halo Oil aussprechen. Diese Bilder wurden letzte Woche im Inneren der grönländischen Eisdecke aufgenommen. Sie zeigen ganze Flüsse von Schmelzwassern, die unterhalb des Gletschers verlaufen. Das bedeutet, dass das Meereseis, das den Grönlandgletscher zusammenhält, weitaus schneller schmilzt, als wir es in unseren schlimmsten Prognosen vorhergesagt haben. Ohne die Abstützung durch das Meereseis ist die Zerstörung des Gletschers unvermeidlich, wodurch Milliarden Liter Frischwassers in den Ozean gelangen würden. Das könnte den Atlantik entsalzen. So sehr, dass es sogar den Golfstrom stilllegen könnte, der ja auf der nördlichen Hemisphäre für warmes Wetter sorgt. Sollte dieser Fall eintreten, könnte für die gesamte nördliche Hemisphäre eine neue Ära von ganzjährigen Temperaturen unter 0 Grad anbrechen. Eine potenzielle neue Eiszeit. Verzeihen Sie, Herr Vorsitzender, so wie ich das verstanden habe, war der Sinn der heutigen Sitzung der, dass Professor Archer neue Beweise hätte, die er uns vorstellen wollte. Ich werde das, was er uns heute präsentiert hat, nicht als Beweis ansehen. Also konzentrieren wir uns auf die Frage, ob es neu ist oder nicht. Das grönländische Gletschersystem befindet sich in ständiger Veränderung. Das liegt in der Natur der Bestie. Ich zitiere aus der Eissturmkomet.
Einem Buch von Professor Tom Archer, das er vor 8 Jahren veröffentlicht hat. Wovon wir heute reden, ist die beispiellose Geschwindigkeit, mit der das Abschmelzen vonstatten geht. Mit beispiellos meinen Sie wohl, dass Sie und andere Experten nicht in der Lage waren, es vorherzusagen, so wie die verheerende Dürrekatastrophe in Italien und Spanien. Ja, ja, genau darum geht es mir ja. Was wir tun müssen, ist, aus diesen Fehlern zu lernen und zu versuchen, die nächste Katastrophe zu verhindern, bevor sie passiert. Niemand leugnet, dass wir massive Klimaveränderungen erleben. Das ist ein weltweites Phänomen. Genauso wie die noch nie dagewesene Energiekrise, vor der wir stehen. Und die Lösung dafür liegt in der Arktis. Was die Arbeit von Halo dort betrifft, hat uns Professor Archer heute 0 Beweise vorlegen können, die unser dortiges Bohrprogramm mit irgendwelchen Auswirkungen auf den Gletscher in Verbindung bringen könnten. Dann haben Sie nicht zugehört. Während ich dort war, wurde das Meereseis von einem Gletscherbeben erschüttert. Und ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass Halo-Oil nur 20 Kilometer davon entfernt bohrt. Professor Archer. Wollen Sie leugnen, dass das eine seismisch aktive Gegend ist? Halo ist zutiefst getroffen durch die Andeutung, wir würden unsere Umweltverpflichtungen auf irgendeine Weise vernachlässigen. Aber das ist genau das, was Sie tun, Simon. Sie müssen handeln. Sie müssen alle Bohrungen unterbrechen und eine Untersuchung einleiten. Der Grund, warum uns die Lizenz überhaupt gewährt wurde, war unsere tadellose Bilanz im Hinblick auf unsere Umweltpolitik. Unser Vorstandsvorsitzender Anthony Cavanaugh, der zweimalige... Es geht hier nicht um Halo. Es geht hier kein bisschen um Halo. Sie hören mir nicht zu. Das ist lächerlich. Herr Vorsitzender, es geht darum, ob dort überhaupt jemand bohren sollte. Sie drehen das in ein Gespräch über eine Ölfirma. Sehr gut. Wie Sie wissen, hat Halo Oil über die Jahre mehr als 20 Bohrschächte entlang des San Andreas-Grabens in Kalifornien versenkt. Einer der seismisch aktivsten Gegenden der Welt. Mr. Kavanaugh, könnte ich Sie kurz sprechen, bitte? Tom, nicht wahr? Ja. Sie nehmen uns nicht übel, was da drin passiert ist, hoffe ich. Nein, nein, sehen Sie, Dr. Fitch macht nur ihren Job, so wie sie ihn sieht. Aber wenn Sie der Mann sind, als den sie beschreibt, dann wollen Sie doch sicher nicht für eine Umweltkatastrophe verantwortlich sein. Tom, ich wünschte, Sie würden begreifen, dass Sie und ich auf derselben Seite stehen. Es war immer klar, dass bei dieser Treibstoffknappheit irgendwann in der Arktis gebohrt werden würde. Daher habe ich mich immer mit aller Macht dafür eingesetzt, dass Halo den Vertrag bekommt und die Cowboys draußen bleiben. Denn wissen Sie, Tom, Zukunftsfähigkeit ist das Wichtigste für uns. Bitte, können Sie sich das nicht nochmal überlegen? Natürlich sehe ich mir das nochmal an. Wir haben schließlich eine halbe Milliarde Dollar in diese Suche gesteckt. Und wenn ich nur eine Sekunde lang glauben würde, dass wir das Eis beschädigen, würde ich meine Leute dort abziehen und nie wieder daran denken. Auf Wiedersehen, Tom. Bei allem Respekt, Mr. Kavanaugh, Sie beschädigen sehr wohl das Eis. Was bitte sollte das? Genau das sollte ich dich fragen. Wir arbeiten in einem System, das weißt du so gut wie ich. Klar, damit wir weiterhin Firmen wie Halo schützen können. Diese Dinge brauchen Zeit. Das ist das Einzige, was wir nicht haben. Solange wir uns kennen, habe ich dich noch nicht so daneben erlebt. Eins muss ich Kavanaugh lassen. Diese Sarah Fitch einzusetzen war einfach genial. Die weltbeste Beraterin für Umweltangelegenheiten arbeitet nun mal für deine Erdölgesellschaft. So, es tut mir leid, Tom. Aber nach der heutigen Anhörung bleibt mir keine andere Wahl, als Halos Bohrlizenz zu erneuern. Es war eine leidenschaftliche Rede von dir, aber wir brauchen mehr als Instinkt und Emotionen. Also du meinst, das war's jetzt? Tom, wenn du nur einen unwiderlegbaren Beweis dafür geliefert hättest, dass das, was in Grönland geschieht, wegen der Bohrungen passiert, könnte ich die unverzüglich stoppen. Bis dahin haben wir eine Energiekrise und ich kann dem Premierminister nicht sagen, dass er uns nächsten Winter das Heizen verbieten soll. Zu welchem Preis? Tom? Ich kündige. Ach, ehrlich? Simon, was heute kaputt gemacht worden ist, wird sich nie wieder reparieren lassen. Nun, ich finde es gut, dass du dir eine Auszeit gönnst. Bestell deinem Vater viele Grüße. Endposition erreicht. Arretierung. Bohrung beginnt. Hydrostatischer Druck ist gut. Die Bohrung ist bei 700 Meter und wird gleich auf dem Meeresgrund auftreffen. Da bekommen wir einen kleinen Schubser. So, wir sind bereit.
750 Meter. Ganz ruhig, Fenwick. Der Bohrer erreicht gleich den Meeresgrund. Immer weiter. Zeig mir die Millionen. Das muss keiner sehen. Chateau betäubt deine Sinne so billig wie möglich heute Abend? Es gibt nicht viel zu feiern. Ich habe gekündigt. Tom, was ist passiert? Ich lauf gegen eine Wand. Ich erzähle immer wieder denselben Scheiß, immer wieder denselben Taubenohren und ich kann. Diesmal war ich mir so sicher, dass ich sie auf meine Seite kriege, doch dann hab ich's vermasselt. Der Fusel heitert dich auf. Komm. Hallo, meine Süße. Alles gut? Spielen wir heute Abend unser Spiel zu Ende? Millie. Amy hat sie über die Sommerferien nach Connecticut eingeladen. Amy? Die mit den Zähnen. Also, nicht nur, dass sie sowieso nicht nach England will, jetzt hat sie auch noch ein besseres Angebot. Mhm. Hast du Nein gesagt? Na, musste ich doch. Millie, wir müssen uns mal unterhalten. Warum unterhalten? Ist doch schon beschlossen, wie immer, oder? Hör mal zu. Tut mir leid, dass mit deinem Geburtstag, aber Großvater ist krank geworden. Wie gesagt, worüber reden? Meine Süße... Nein. Einfach nein. Mein Leben lang schleppt ihr mich von einem Land ins nächste. Keine richtige Schule, keine richtigen Freunde und eine fremde Wohnung nach der anderen. Und jetzt... Wo ich vielleicht die Chance bekomme, ein eigenes Leben zu haben, müssen wir zurück nach England, um Großvater zu besuchen. Großvater?
der noch nie an meinen Geburtstag gedacht hat oder an irgendwas anderes, was wichtig war. Er vergisst Geburtstage. Er denkt nicht mal an meinen Geburtstag. Und wieso interessiert es ihn jetzt plötzlich? Keine Ahnung. Vielleicht hat sich bei ihm was geändert. Ja, vielleicht. Millie! Die dürfen nicht weiter wohnen, Tanik. Die Umweltschutzeinheit ist nicht hier, um solche Entscheidungen zu treffen, Ben. Wir sind hier, damit Kevin mal wieder sein Foto auf das Cover vom Planet Magazine bekommt. Wir sind hier. Darum geht es. Die kriegen ihre PR. Und wir können das Eis überwachen. Was ist daran falsch? Ben, irgendwas Neues von unserer Eisbärenfamilie? Nichts, aber ich kann dir sagen, was Halo ihrem Zuhause antut. Dann freut's dich sicher, dass dein Freund Archer versucht hat, die Polarallianz dazu zu bringen, die Bohranlage zu schließen. Nur versucht? Sarah Fitch hat ihn ziemlich dumm dastehen lassen, habe ich gehört. Wenn sie die Bohranlage schließen, sind wir auch aus dem Geschäft. Ja, ich weiß, das ist nebensächlich. Verlieren wir eben unsere Jobs, obwohl sie so dünn gesät sind. Aber das weißt du selber, oder? Ich verstehe euch einfach nicht, Leute. Ich meine, wir sind Halos Umweltschutzeinheit. Oh, komm schon, Ben. Trotzdem seid ihr bereit, die Auswirkungen, die das hier aufs Eis hat, zu ignorieren, nur um euren Machtbereich zu schützen. Wir ignorieren gar nichts. In der ganzen Zeit, die wir hier sind, hast du nicht den kleinsten Beweis geliefert, der Halo mit der Eisschmelze in Verbindung bringt. Ja. Aber vielleicht habe ich ihn diesmal. Wie viel Zeit haben wir verloren, Quinn? 8-9 Stunden höchstens, Boss. Es dürfen auf keinen Fall mehr werden. Drei meiner erfahrensten Männer hat es voll erwischt. Dr. Petrov, wie lange wird es dauern, bis Sie wieder die Arbeit verrichten können, für die ich Sie bezahle? Sie haben schwere Verbrennungen. Ein paar Wochen. Minimum. Holen Sie Leute vom Rotationsteam. Das war kein gewöhnlicher Blowout. Die Jungs haben Angst. Okay. Verdoppeln Sie den Lohn für jeden, der durchhält. Vielleicht beruhigt das die Nerven. Die Umweltschutzleute waren da, als wir aufgeräumt haben. Ben Jameson scheint recht dick mit Professor Archer zu sein. Von mir aus kann er alles kontrollieren. Wir haben nichts zu verstecken. Danke. Ich habe so das Gefühl, als war alles umsonst. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, die ganze Zeit, die wir getrennt waren, all die Monate ohne dich und Millie, ich habe das Gefühl, als ob das alles umsonst war. Das ist doch nicht wahr. Naja. Das war nicht umsonst. Du bist ein guter Mann, Tom Archer. Geh nicht ran. Ich will nur Nein. Ganz kurz. Das ist ein ganz Fehler. Kurz. Ich weiß, dass das ein Fehler ist, aber ich mach's trotzdem. Du hast einen Arsch voll gekriegt, hä? Ja, es war entwürdigend. Sarah Fitch, ihr Aussehen darf einen nicht täuschen. Die ist wie ein Rottweiler mit Lipgloss. Ben, die Verbindung ist ziemlich schlecht. Ich kann dich kaum hören. Atmosphärische Störungen sein oder sowas. Gibt sich schlechtes Wetter auf. Hör mal, also, Tom, ich hab es. Okay? Ich hab alles, was wir brauchen, um sie stillzulegen. Das ist gut, Ben, aber ich kann dir nicht helfen. Ich hab gekündigt. Es ist viel schlimmer, als ich gedacht hatte. Ich lass grad einen Test Ben, laufen. Kannst du mich hören? Ich hab bei der Polarallianz gekündigt. Du hast was? Keiner von Halo oder der Allianz oder von irgendwo hat mir richtig zugehört. Jetzt sind du und ich allein in der Sache. Tom, du kannst mich jetzt nicht hängen lassen. Nicht jetzt. Ich würde dir gern helfen, aber ich bin einfach raus aus dem Deal. Ja, aber das hier lässt keine Zweifel mehr zu. Also, du musst dich mit mir treffen. Im 82. Stockwerk des Nordgebäudes in der Ellsworth Street East. Okay? Das Meeting wird 14 Minuten dauern. Tom, hast du das verstanden? Nein, ich hab's nicht verstanden. Ellsworth, was? Ich brauche Verstärkung im 82. Stockwerk des Nordgebäudes in der Ellsworth Street East. Das Meeting wird 14 Minuten dauern. Was für ein Meeting, Ben? Ich kann dich nicht verstehen. Tut mir... Tom? Tom? Was wollte Ben von dir? Ein Unwetter hat die Verbindung unterbrochen.
Auf der Bohranlage herrscht jetzt erstmal Funkstille. Ich fahre nicht hin. Ich habe gekündigt, ich fahre da nicht hin. Tom, du musst da hin. Du musst herausfinden, wovon Ben gesprochen hat. Ich fahre mit dir und Millie mit. Ich bin nicht mehr bei der Polarallianz. Ich kann da nicht einfach so auftauchen. Und du kannst da nicht irgendwie hinkommen? Nein, das geht nicht. Das kann ich nicht. Du willst davonlaufen. Einfach so. Sowas machst du nicht. Sei am Dienstag in London. Zu Millies Geburtstag. Mills? Millie. Meine Süße. Sarah, ich störe Sie ungern in Ihrer Freizeit, aber ich fürchte, ich brauche Sie wieder in Grönland. Ich sollte doch erst nächste Woche da sein. Es gab einen Blowout auf der Bohranlage. Nichts Ernstes. Eine Gasblase. Gas? Ich glaube, wir sind dicht dran. So wie Archer uns auf dem Polarallianzforum angegriffen hat, wäre es mir lieb, wenn jemand vor Ort ist und dafür sorgt, dass man uns nichts anhängen kann. In Ordnung, ich komme hin. Und übrigens, hatten wir keine Abmachung bezüglich Ihrer Kletterei? Ich brauch das nun mal, Anthony. So bleib ich gesund. Sie sind mir wichtig, Sarah. Ich sorg mich um Sie. Ohayou gozaimasu. Gozaimasu. Kommt, ihr verpasst noch euren Flug. Wissen wir. Oh, es spricht. War ein Fehler. Kommt nicht wieder vor. Schatz, du musst auch deinen Flieger kriegen. Wir kommen schon allein klar. Mascha, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und dich habe ich auch lieb. Wir sehen uns dann. Seid vorsichtig da draußen. Du hättest ruhig ein bisschen netter sein können. Entschuldigung. Wir haben ein Fenster von etwa einer halben Stunde. Ja. Danke. Tut mir leid, einer ist immer der Letzte. Professor Archer. Dr. Fitch, was machen Sie denn hier? Ich versuche das Wetter zu überlisten. Und Sie? Ja, ich nutze nur das Recht der Polarallianz, gemäß Ihrer Lizenzvereinbarung regelmäßige Überwachungsbesuche durchzuführen. Bitte, Sie waren gerade vor 2 Wochen hier. Wann geht es endlich in Ihren Kopf, dass Halo nichts Unrechtes tut? Sagen Sie es nur oft genug, dann glauben Sie es irgendwann selbst. Das hier ist zu groß für Sie, Archer. Ich dachte, das hätten Sie inzwischen gecheckt. Bravo Romeo Alpha Halo 2-0. Wir sind startklar. Haben aus Sicherheitsgründen ein hartes Durchgreifen angeordnet, nachdem ein Strom illegaler Einwanderer versuchte, von Süden her einzureisen. Ziel dieser Maßnahmen ist das komplette Zurückdrängen dieser Menschenmassen, was an allen großen Übergängen massiver.
Der Nächste. Der Nächste. Sie waren das letzte Mal 2012 in Großbritannien. Das ist richtig. Zu den Olympischen Spielen. Was haben Sie in den Vereinigten Staaten getan? Sie wissen schon. Baseball spielen und die Welt retten. Tut mir leid, sie ist erschöpft. Mein Mann ist Berater für das Unterkomitee der Polarallianz zur Erhaltung der Arktis. Sie müssen sich innerhalb von 7 Tagen beim Amt für Unterkünfte melden. 7 Tage? Ich bin mit einem britischen Staatsbürger verheiratet und... Halt, stehen bleiben! Was? Ja. Stehen bleiben, habe ich gesagt! Hände auf den Rücken! Zeigen Sie, wo Sie sind! Nicht los! Sie erhalten weitere Info. Entschuldigen Sie! Sie müssen sich im Zentrum für europäische Staatsbürger registrieren lassen. Gut, gehen Sie weiter. Millie, komm! Ich habe es gar nicht gemacht! Steven? Jackie! Millie? Wo ist Tom? Ihm ist etwas dazwischen gekommen. Aber zu Millies Geburtstag wird er hier sein. Arbeit? Ist das nicht immer so? Die Leidenschaft darf man ihm nicht verübeln. Oh nein, gerade das liebe ich so an ihm. Von mir hat er das leider nicht. Das ist alles von mütterlicher Seite. Gott hab sie selig. Und wo genau ist er? In der Arktis. Eine einsame Stimme in der Wildnis. Die Ernte ist gut dieses Jahr. Der Syrah ist ausgezeichnet. Mit leichten Untertönen von Brombeere und einem Hauch von Lammkeule. Na, Millie, das mit dem Vegetarierquatsch ist vorbei, hm? Steven, wir haben gesehen, wie ein Mann am Flughafen verhaftet wurde. Auch wenn Sie die Sicherheitsmaßnahmen seit Beginn der europäischen Dürre erhöht haben, war das beängstigend. INP, oder? Immigrations- und Nationalitätspolizei. Die sind mächtig zickig in Bezug darauf, wen sie reinlassen. Es gibt schon Pläne, alle Nichtstaatsbürger bei der Einreise zu chippen. Mikrochips? Unter die Haut. Eine kleine Injektion. Es ist eine schöne neue Welt, Kinder. Sarah? Hey, Talik. Wir hatten Sie hier in nächster Zeit gar nicht erwartet. Ja, ein Tag voller Überraschungen. Wussten Sie, dass Tom Archer auch herkommt? Die Polarallianz verrät uns nicht, was sie vorhat. Was ist mit Ben Jameson? Wir sind befreundet, nicht? Meistens verrät uns Ben auch nicht, was er so vorhat. Talik? Tom. Schön, Sie wiederzusehen. Ist Ben hier? Wir sehen uns ja noch, Talik. Ja, machen wir. Nein, der ist draußen im Eis. Wissen Sie, wann er zurück ist? Da müsste ich genauso raten. Er ist heute Morgen los, ohne seinen Streckenplan einzuloggen. Verdammt. Was ist los? Wenn Sie nur mit Ben reden wollten, haben wir doch einen Comslink. Nur eine Fortsetzung meines letzten Besuches. Ich muss bald in England sein und hatte noch Zeit. Ist nichts Besonderes. Schön. Ich beziehe ihn im Bett. Da sind wir. Home sweet home. Ich will Archer von meiner Bohranlage runterhaben. Wissen Sie, Anthony, Sie fangen langsam an, mich zu beunruhigen. Ach, tut mir leid. Das Ganze nervt mich. Auch dieser Jameson wollte uns an den Karren fahren. Was der Grund ist, weshalb ich Sie da draußen brauche, wir müssen wissen, welchen Unsinn Sie uns als nächstes vorwerfen und Antworten parat haben. Man darf uns den Laden jetzt nicht dicht machen. Nicht in diesem Stadium, nicht mal für einen Tag. Die Reserven sind erschöpft. Der Ölpreis hat den höchsten Stand aller Zeiten erreicht. Wenn Sie ihn von hier fortjagen, wird die Polarallianz anfangen zu glauben, er hätte wirklich was entdeckt. Sie haben recht. Sie haben vollkommen recht, wie immer. Keine Sorge, ich krieg das hin. Das habe ich nie bezweifelt. Keinen Moment lang. Letztes Jahr hat Ihren Mann seinen Daumen verloren. Abgeschnitten, direkt am Gelenk. Doch der Vorteil, wenn man hier arbeitet, massenweise Eis zum Kühlen. Irgendwie haben Sie den Daumen gefunden. Ich habe ihn rangeflickt und die richtige Operation haben Sie in den USA durchgeführt. Sprechen Sie von Michael? Seit dem Unfall kann er nicht mehr Klavier spielen. Für die, die ihn mal gehört haben, ist das ein Segen.
Sie müssen Tom sein. Ja. Ich bin Tanja. Wir haben uns gar nicht gesehen, als Sie das letzte Mal hier waren. Kiwi? Na, Augenblick mal. Gegenüber. Australien. Ja, ich sage immer Kiwi, wenn ich nicht sicher bin. Ist das Gleiche mit Kanadiern. Sind sauer, wenn man sie für Amerikaner hält. Pass auf, dass du nicht zu nett zu ihm bist, Tanja. Denk dran. Das ist der Witzbold, der versucht hat, die Polarallianz dazu zu bringen, das Unternehmen hier zu schließen. Hör zu, Leute. Ich will nur kurz mit Ben sprechen. Dann bin ich wieder weg, okay? Naja, wie schon gesagt. Es ist völlig unklar, wann er hier wieder auftaucht. Wir haben aufgegeben, vorherzusagen, was er vorhat. Und das schon von der Ewigkeit. Wird Millie uns Gesellschaft leisten? Lass ihr ein bisschen Freiraum. Ja, ich habe ihr den Eindruck, sie sieht das hier nicht gerade als die Reise ihres Lebens an. Sei es wie es sei. Erzähl mir, was im Krankenhaus war, Steven. Alles übertrieben. Wir waren ein paar Mal etwas schwindelig. Du weißt ja, wie die Quacksalber sind. Ein eingewachsener Fußnagel und sie behalten dich gleich da. Also, nimm bloß keine Rücksicht. Was sagst du? Der ist wirklich gut. Es wird langsam. Es ist schön, dich zu sehen. Möchte wissen, was es mit diesem Archer auf sich hat. Er hat jedenfalls Mut, hier aufzutauchen, nachdem er den Laden schließen lassen wollte. Ach, kommen Sie, der ist bald wieder weg, keine Sorge. Das war Jameson, garantiert. Der hing doch den Blowout noch hier rum. Ja, aber das war keine große Sache. Ach nein? Sagen Sie das mal den Jungs im Krankenhaus. Es gab Verletzte? Warum wurde Kevner nichts davon erzählt? Natürlich hat man ihm das erzählt. Hier auf der Plattform geschieht nichts, ohne dass er es erfährt. Ich habe gestern mit ihm geredet. Er denkt, der Blowout war nichts Besonderes. War er auch nicht. Es gab ein paar leichte Verletzungen. 3 meiner Jungs sind verletzt. 3? Okay, darüber redet doch keiner. Solche Dinge passieren ständig auf Bohranlagen. Der Doc sagt Ihnen genaueres. Nikolai? Leichte Verletzungen, ja. Ich gehe davon aus, dass Sie spätestens morgen wieder arbeiten können. Also, alles klar. Rechtsberaterin von Halo Oil. Es geht um den Blowout. Hab schon mit Quinn gesprochen. Er sagt, ich soll mit niemandem reden. Harold, ich bin nicht irgendwer. Ich bin die Leiterin des Rechtsausschusses. Also, ich weiß, dass man bei einem gewöhnlichen Blowout keine Schwefeldioxidverbrennung erleidet. Würden Sie mir sagen, was im Bohrraum passiert ist? So richtig weiß ich es auch nicht. Als wir 30 Meter im Meeresboden waren, kam ein Schwall von sehr heißem Wasser nach oben. Die Energiekrise ist in eine neue Phase eingetreten, wodurch der Druck auf die Ölkonzerne gestiegen ist. Verbraucherschutz. Erneuerung der Halo Oil Bohrlizenz. Verehrter Herr Premierminister, im Anhang finden Sie meine Anmerkungen zur Polarallianz-Konferenz. Professor Tom Archer, ein wissenschaftlicher Berater für die Allianz, plädiert schärfstens gegen eine Erneuerung, konnte jedoch keine Beweise vorbringen, die seinen Einwand unterstützen. Bei Demonstrationen gegen die in die Höhe schnellenden Nahrungsmittel- und Benzinpreise gab es zahlreiche Verletzte. Der Präsident der Vereinigten Staaten versicherte der Öffentlichkeit, dass alle Anstrengungen unternommen würden, die Energiekrise beizulegen. Ben, hier ist Tanja. Hörst du mich? Over. So ist er nun mal. Okay. Danke. Ich habe 10 Tage frei. Ich bin hier. Will hier keiner hören. Du warst das. Mach's gut.
Sie immer noch so, als wäre das ein Routinebesuch? Sie tauchen aus heiterem Himmel auf. Mit einer blödsinnigen Ausrede, warum Sie hier sind. Und jetzt erwische ich Sie, wie Sie Bens Sachen durchsuchen. Hören Sie, Dalek. Ich mache hier nur meinen Job. Und ich versuche lediglich, unsere Umwelt zu schützen. Dann reden Sie mit mir, bevor Sie anfangen, irgendwo rumzuschnüffeln. Sie haben es klar gemacht, überdeutlich, dass ich mich in keiner Weise auf Sie verlassen soll. Ungeachtet dessen, was Sie denken, leisten wir hier draußen eine wichtige Arbeit. Und die lasse ich mir von Ihnen nicht schlecht machen. Und wo wir gerade über unsere Jobs reden, ich bin sicher, dass es nicht zu Ihrem gehört, in den Sachen anderer Leute rumzuschnüffeln. Okay. Hallo, Fremder. Wie geht es dir, Liebling? Was, du bist immer noch da? Es tut mir leid wegen Willis Geburtstag, aber ich muss noch etwas länger hierbleiben. Ich konnte Ben noch nicht sprechen. Er ist irgendwo draußen unterwegs. Tom, ich hoffe nur, dass das, was du da machst, das alles wert ist. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ben hat da was entdeckt. Vertrau mir. Hör zu, Liebling. Du musst mir einen Gefallen tun. Kommst du an seine Nachricht vom Hub aus ran? Ich brauche nur den letzten Teil. Ja, warte kurz. Es müsste jetzt da sein. Ich brauche Verstärkung. Du musst dich mit mir treffen. Im 82. Stockwerk des Nordgebäudes in der Ellsworth Street East. Okay? Das Meeting wird 14 Minuten dauern. Tom, worum geht es da? Das ist ein Code für eine Karte, die er gezeichnet hat. Irgendwo. Ellsworth Street East. 14 Minuten. Das ist ein Längengrad. Nordgebäude 82. Das ist der Breitengrad. Das sind keine 17 Kilometer von hier. Tom, du kannst da doch nicht alleine rausgehen. Ach, keine Sorge. Ich komm schon klar. Was machen Sie hier drin? Und, erinnere mich nochmal daran, dass ich was für Millie aus dem Duty Free mitbringe. Ich habe nur kurz meine Frau angerufen. Dieser Bereich ist gesperrt. Wenn Sie telefonieren wollen, tun Sie das über die Polarallianz-Kanäle. Entschuldigung. Und holen Sie sich vorher das Okay von Quinn. Ja, gut. Kann ich nur kurz den Anruf beenden. Aber beeilen Sie sich. Tom, was war das gerade eben? Es ist einfach besser, wenn niemand weiß, was ich vorhabe. Du kannst das nicht allein machen. Wenn du das vorhast, hör auf. Hör auf und komm her und lass das die Polarallianz allein klären. Ach, die Polarallianz kann nichts ausrichten. Vertrau mir. Noch einen Tag. Ich verspreche es dir. Ich muss Bens Beweise finden. Für die Zukunft der Arktis, der ganze Planet steht auf dem Spiel. Komm nach Haus. Bitte komm nach Haus. Mach's gut. Nord, 14 Ost. Ich hab's. Und wonach soll ich suchen? Wenn ich das wüsste, würde ich Sie nicht da rausschicken, oder? Woher haben Sie die Koordinaten?
Bleib immer nah an deinen Feinden. Glauben Sie, ich würde die Polarallianz unbeaufsichtigt auf meine Bohranlage lassen? Nein, nein, nein. Ich muss wissen, was die glauben, da draußen gefunden zu haben. Die Lage ist ernst. Anthony, was ist mit dem... getan. Komm schon, Ben, wo bist du? Hat man dir Kartenlesen beigebracht? Hilfst du auch mit? Oder siehst du nur zu? Ist das eine ernste Frage? Von wo bist du? Ich weiß, aus Italien, aber aus welchem Teil? Spielt das eine Rolle? Er existiert nicht mehr. Tut mir leid. War es wirklich so schlimm, wie man hört? Dein Vater ist doch Klimaforscher. Ist er doch, hm? Wenn du damit lebst, wird das irgendwann... Naja... Langweilig? Nein. Irgendwann ist es so, als ob es keine anderen Themen mehr gäbe. Ich war erst 10, als das alles anfing. Mein Vater sagte damals, wir hätten noch nie einen so heißen Sommer gehabt. Ich fand das ganz toll. Bis es dann Oktober wurde. Und November, und immer noch kein Winter, es war. Dann wurde es Weihnachten. Und langsam gerieten die Ersten in Panik. Essen und Wasser gingen aus. Die Staubecken waren knochentrocken. Krawalle. Alle wollten in den Norden. Dann haben sie die Grenzen gesperrt. Wenn dein Großvater nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt tot. Es war Toms Idee, den Wein hier zu pflanzen. Er war noch Student. Alle dachten, er wäre verrückt. Mich eingeschlossen. Er hatte schon immer die Gabe, allen anderen voraus zu sein. Ihr habt jetzt endlosen, herrlichen Sommer hier. Ja, aber um welchen Preis?
Ich kann es nicht leugnen, ich liebe dieses Leben hier. Aber ganz ehrlich, gäbe es dafür eine kleine Atempause für die armen Teufel in Südeuropa, dürfte es sofort gern wieder wie früher sein. Was ist passiert? Was ist los? Sarah hat ihn gefunden. Es ist Ben Jameson. Sie hat ihn auf dem Eis gefunden. Was ist passiert? Es war ein Eisbär. Offensichtlich. In die Krankenstation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet er von einem Eisbären angegriffen wird. Sie tauchen hier unangekündigt auf. Ich erwische sie, wie sie in Bens Zimmer rumschnüffeln. Und sie waren in der Nähe von der Stelle, an der er gefunden wurde. Was soll man da denken? Was soll das heißen? Ich meine, das ist absurd. Ben ist mein Freund. Sind das Bens Sachen? Das ist alles, was er hier gelassen hat. Ein paar Probengläser. Passwort. Suchchronik. Kann nur in Gewässern mit hohen Temperaturen existieren. Gehört nicht ins Nordpolarmeer. Wenn das mit den Bohrungen zusammenhängt, müssen wir damit aufhören, bis das genau untersucht ist. Nein. Wir dürfen auf keinen Fall übertrieben reagieren. Überlegen Sie mal. Was Sie da haben, ist eine fragwürdige Röhrchenprobe von einer noch fragwürdigeren Quelle. Es könnte doch sein, dass er das inszeniert hat, damit Sie es finden. Ich glaube, Sie verstehen nicht. Ben Jameson ist heute hier gestorben. Ich bin mir dessen völlig bewusst, das muss schrecklich für Sie gewesen sein. Ich plane bereits einen Spendenfonds einzurichten auf seinen Namen.
Ich weiß, dass der Blowout viel schlimmer war, als sie mir gesagt haben. Sarah, wir sind so kurz davor, in dem Gebiet fündig zu werden. So kurz. Enttäuschen Sie mich jetzt nicht. Anthony, Sie hören mir einfach nicht zu. Ecco il tuo vino, Raffaello. Grazie. Warum ist Tom nicht hier? Er hat es versprochen. Die eigene Tochter wird nur einmal 16. Es ist komisch in dieser Familie. Irgendwie machen wir die Dinge, die wirklich wichtig sind, nie richtig. Ah, da ist sie ja. Das Geburtstagskind. Liebe Freunde, darf ich euch den erfreulichen Grund vorstellen, weshalb wir heute Abend alle hier sind? Millie, herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Alles Gute, Millie. Tut mir leid wegen ihres... wegen Ben. Ich weiß, dass sie gute Freunde waren. Heißt das, dass sie abreisen? Warum nehmen Sie das an? Ich finde, wir sollten unsere Informationen teilen. Das soll wohl ein Witz sein. Oh, dann haben Sie also identifiziert, was an der Probe war? Man muss dafür das Passwort kennen. Seit ich hier angekommen bin, war niemand ehrlich zu mir. Ich werde nicht gern angelogen und ich werde nicht gern benutzt. Daran hätten Sie denken sollen, bevor Sie angefangen haben, für Kavanaugh zu arbeiten. Sagen Sie mir, wo Sie die Probe herhaben und ich sag Ihnen, was da drin ist. Sie werden mir meine Skepsis verzeihen. Sie zuerst. Es sind Archaea. Mikroben, die in Gewässern mit hohen Temperaturen gedeihen. Wissen Sie von dem Unfall auf der Plattform? Nein. Ich glaube, die Bohrung hat eine hydrothermale Spalte geöffnet, aus der jetzt überhitztes Wasser herausgedrückt wird. Dann tritt also heißes Wasser aus dem Meeresboden aus. Das wird das Meereseis rasant schmelzen. Und wenn wir das Meereseis verlieren, hält nichts mehr den Grönlandgletscher zusammen. Und wenn wir den verlieren, verlieren wir den Golfstrom. Ihre Vorhersage könnte wahr werden. Die nördliche Hemisphäre könnte überfrieren. Also Archaea, das ist der Beweis. Woher stammt die Probe? Ben muss sie irgendwo im Eis gefunden haben. 82 Nord, 14 Ost. Ihre Gespräche werden überwacht. Sie waren übrigens ein bisschen vom Kurs abgekommen. Was haben Sie da gefunden? Ihren Freund Ben. Wir müssen da raus. Wir müssen dahin, wo Ben was gefunden hat. Wir? Wir machen Fotos von dieser hydrothermalen Spalte und beweisen, dass das Meereseis schmilzt. Dann gehen wir zur Polarallianz. Entschuldigen Sie, Sarah. Ihnen ist schon klar, dass das heißt, dass Halo dann geschlossen wird. Das wissen Sie. Okay, einverstanden. Deshalb müssen wir uns aber nicht mögen. Auch einverstanden. Oh. Großvater. Entschuldige, wenn sie ein wenig antik ist. Ja, genauso wie du. Liebe Freunde, ich bin so froh, dass ihr heute Abend alle hier sein könnt. Jetzt mit uns den Geburtstag meiner Enkelin zu feiern. Ich gehe schon. 16 Jahre alt. Was soll man sagen? Zwei Männer nach hinten, der Rest hier in Lagurk, Heilung! Komm, ihr macht das! Sie können doch hier nicht so einfach reinplatzen! Wir haben einen Gerichtsbeschluss! Steven! Bleiben Sie ruhig! Gut, Kontrolle, bleiben Sie sitzen! Ja, bleiben Sie sitzen! Steven Archer? Das ist richtig, ja. Das hier ist ein Durchsuchungsbefehl für Ihr Grundstück. Ich will alle Ausweise sehen. Es gibt hier keine Illegalen. Der hier sieht nicht sehr britisch aus. Seine Mutter ist Engländerin. Können Sie in seinen Papieren nachlesen? Was ist mit den beiden? Sie meinen meine Enkelin und meine Schwiegertochter? Dokumente. Entschuldigen Sie mich. Hier. Die sind alle gefälscht. Hören Sie, diese Leute stellen für niemanden eine Bedrohung dar.
Schafft sie alle in den Van! Das können sie nicht machen! Ich würde mich an deiner Stelle da raushalten. Setz dich hin. Mein Inhalator! Er versucht abzuhauen! Ihm nach! Er kommt nicht weit. Irgendjemand wird ihn melden. Nicht alle Menschen verraten so bereitwillig ihr Land. Sehen Sie sich das an, Sir. Sieh einer an. Wir haben also noch jemanden. Der Officer an der Grenze sagte, ich hätte eine Woche, um ihn zu erneuern. Das galt, bevor Ihre Tochter dem Illegalen zur Flucht verholfen hat. Sie fährt mit den anderen. Das war meine Schuld. Lassen Sie sie in Ruhe! Mama! Sarah hat die Bohranlage mit Archer verlassen. Bitte um Anweisung. Fahren Sie mich zum Flughafen, Jack. Ich brauche den Jet in 40 Minuten. Die Taschenlampe, werfen Sie die runter. Okay, nicht bewegen. Tom? Zurückgehen. Das ist verrückt, Professor. Wir sollten jetzt wirklich besser umkehren. Los, kommen Sie! Nicht bewegen. Wenn das nachgibt, liegen wir im Polarmeer. Oh mein Gott. Ganz langsam zurück.
Ich schalte den Wärmesensor ein. Was? Die Taschenlampe aus. Zusammenhalten kann. Es ist genau das Szenario, wovon ich gesprochen habe. Ihr Blöden habt nie auf mich gehört. Ich hoffe nur, dass es jetzt noch nicht zu spät ist. Wir müssen jetzt einfach raus. Schnell raus! Sie glauben, das mit Ben war ein Unfall? Alles in Ordnung? Und bei Ihnen? Halo One, hier spricht Fitch. Können Sie mich hören? Halo One, hier spricht Fitch. Wenn Sie mich hören können, melden Sie sich bitte. Tut rein gar nichts. Die wären sowieso niemals rechtzeitig hier. Das füllt sich hier alles mit Wasser. Das wird bald voll sein. Keine Angst, wir kommen ja schon raus. Über uns sind 3 Meter Eis. Nicht überall. Da ist das Schmelzloch. Schmelzloch? Wir können hier durchtauchen und dann da rausklettern. Nein, wir würden... Das sind etwa 10 Meter. Das schaffen wir doch nie. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Es ist eine Chance. Es ist unsere einzige Chance. Es muss hier in der Nähe sein. Das finden wir. Wir schwimmen dahin. Wenigstens wissen wir, dass das Wasser da nicht gefroren ist. Ich weiß nicht, ob ich so lange die Luft anhalten kann. Kommen Sie! Oh Gott! Wir können es schaffen! Tief einatmen! Ganz tief einatmen! Und dann machen Sie kräftige Schwimmstöße! Okay! Wir schaffen es schon! Los geht's! 1 2 3 Schnellstens weg, sonst erfrieren wir. Wir müssen zum Schneemobil. Achtung!
ist es denn? Ich kann es nicht sehen! Hier, da ist es! Kommen Sie! Nehmen Sie die! Hier! Gut, danke! Okay, kommen Sie! Schnell, kommen Sie! Vielen Dank, Tanja. Und, wo sind Sie? Das wissen wir nicht. Sie haben sich eins von den Schneemobilen geschnappt und seitdem hat sie keiner gesehen. Sie meinen, Sie waren die ganze Zeit draußen im Eis? Ich versuche seit Stunden Kontakt zu Ihnen zu bekommen. Quinn hat die Suchteams zurückgerufen. Also, jeder, der da draußen jemanden sucht, um ihn zu retten, muss früher oder später selbst gerettet werden. Das ist die Hölle. Man kann die Hand nicht vor Augen sehen. Halo One, hören Sie mich? Over. Sarah, hier ist Tanja. Hören Sie mich? Over. Over. Oh nein, Scheiße! Vormachen, Sarah. Diese Frostbeulen sehen ziemlich schlimm aus. Nehmen Sie das. Das hilft Ihnen. Ich kann noch nicht sagen, ob ich Ihre Finger retten kann. Sie ist sehr erschöpft und etwas unterkühlt. Aber eine Frostbeule sieht ziemlich ernst aus. Vielleicht verliert sie einen Finger, vielleicht zwei, aber sie ist stark. Wir sollten sie schlafen lassen. Ist gut, Doktor. Wie fühlen Sie sich? Meine Jacke. Was? In der Tasche. Sehen Sie mal rein. Wann haben Sie die denn geholt? Als ich kurz vorm Ertrinken war. Ich dachte, die könnten wir gebrauchen. Wie wollen wir jetzt vorgehen?
würde sagen, wir geben Peterson die Beweise, sobald wir von der Plattform runter sind, und zwingen Kavanagh, die Bohrinsel dicht zu machen. Wir decken einen Quadranten von 30 Kilometern ab. Wir machen Probebohrungen alle 100 Meter. Bohren Sie tiefer, Mr. Quinn. Und das in den nächsten 24 Stunden. Es gibt Grenzen, Boss. Die einzigen Grenzen, Mr. Quinn, sind die, die wir uns selbst setzen. Da die Ölreserven nahezu erschöpft sind, sind zahlreiche Länder, auch Großbritannien, gezwungen, ihre Energievorräte zu rationieren. Medizinische Einrichtungen und Notfalldienste sind nach wie vor davon nicht betroffen. Sind die Druckmesser alle eingeschaltet? Druckmesser alle eingeschaltet! Die Reservedruckmesser sind frei! Und Leute, vorwärts, nimm die Rohre auf! Haben Sie das gespürt? Sie bohren. Abgesperrt. Hallo! 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 Dann mach mal! Hallo! Hey! Kann uns irgendjemand hören? Behalt euch! Machen wir! Jetzt? Ich gehe durchs Fenster raus. Nein, Tom. Sarah, wir haben keine Wahl. Tom, irgendjemand versucht uns zu töten. Wenn Sie nicht am Bohren hindern, sind wir sowieso bald alle tot. Hören Sie zu. Halten Sie sich warm. Ich komme so schnell zurück, wie es geht. Viele Jahre bei mir, auf unzähligen Bohranlagen, die gefährlicher waren als diese hier. Durch so einen Sturz zu sterben, ist einfach unfassbar. Doch keiner kann einem sagen, wie oder wann man stirbt, oder? Jetzt möchte ich mal gute Neuigkeiten hören. Wir sind jetzt bei 1000 Metern, Boss. Und wir bohren weiter. Kavanagh, Ihre Bohrungen öffnen hydrothermale Spalten. Ich fange langsam an, die Geduld zu verlieren. Wissen Sie, was das ist? Archaea. Die überleben nur bei hohen Wassertemperaturen. Und? Denen scheint es da draußen sehr gut zu gehen. Sie sind dabei, die Temperatur der Arktis zu erhöhen. Jeder Meter, den Sie weiterbohren, macht es schlimmer.
Danke, Tom. Sie müssen diese Bohranlage sofort abschalten. Sonst was? Ich war da draußen. Ich war auf dem Eis. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Alle Umweltschutzbedenken, die Sie möglicherweise haben, Archer, sind absolut lächerlich verglichen mit dem, was geschehen wird, wenn uns das Öl ausgeht. Hungersnöte, Kriege, eine Apokalypse, die sehr viel schlimmer ist als alles, was Sie und Ihre grünen Freunde sich vorstellen. Die Lösung des Weltenergieproblems liegt hier unter unseren Füßen. Wir brauchen nur Zeit, sie zu finden. Aber wir haben keine Zeit. Wenn das so ist, warum kommen Sie dann hierher und behindern meine Arbeit? Viele Menschen leben. Ja, ganze Länder stehen auf dem Spiel. Sie sind verrückt. Anthony, haben Sie die geringste Ahnung, welchen Schaden Sie hier anrichten? Ach, kommen Sie, wir alle haben das verursacht. Globale Erwärmung, Klimaveränderungen, alles Folgen des rücksichtslosen Umgangs der Menschen mit unserem Planeten. Ich habe die Nachfrage nicht geschaffen, ich liefere nur, was gebraucht wird. Sehen Sie auch in den Spiegel. Nicht nur ich bin dafür verantwortlich, wir sind es alle. Und das schließt Sie mit ein und das schließt ganz sicher auch Sie mit ein. Schafft sie weg. Er arbeitet für die Polarallianz. Er hat genauso viel Recht, hier zu sein wie Sie. Nun, das ist nicht so ganz richtig, nicht wahr, Professor? Nein, ich habe gekündigt. Sie haben was? Professor Archer begeht Hausfriedensbruch und da ich beschlossen habe, Ihren Vertrag zu kündigen, Sie ebenfalls. Schafft ihn hier weg und nehmt die verdammte Anwältin gleich mit. Kavanagh, kommen Sie. Aufbrechen. Quinn, Sie müssen diese Bohranlage evakuieren. Sie müssen alle von dieser Bohrplattform runterschicken. Jetzt! Und schalten Sie die Sirenen ein! Tun Sie was, Quinn! Bringt sie runter in den Haftraum! Runter mit Ihnen! Quinn! Hören Sie auf uns! Quinn! Quinn! Halten Sie ihn davon ab, weiter zu bohren! Das Eis! Es dringt hier ein! Oh Gott!
schon! Komm schon! Aus hier! Aus hier! Rührt sich nicht! Wir können nichts mehr für sie tun! Was? Wir gehen unter! Komm schon! Im Jahr 2020 hatte die Welt sich verändert. Die Erderwärmung hatte unseren Planeten fest im Griff. Mr. Kavanagh, Sie wollen doch sicher nicht für eine Umweltkatastrophe verantwortlich sein. Professor Archer hat uns null Beweise vorlegen können, die unser dortiges Bohrprogramm mit irgendwelchen Auswirkungen auf den Gletscher in Verbindung bringen könnten. Ich war auf dem Eis, ich habe es mit eigenen Augen gesehen! Simon, Sie müssen handeln! Sie müssen alle Bohrungen unterbrechen und eine Untersuchung einleiten. Niemand leugnet, dass wir massive Klimaveränderungen erleben und die Lösung dafür liegt in der Arktis. Mein Leben lang schleppt ihr mich von einem Land ins nächste. Und jetzt, wo ich vielleicht die Chance bekomme, mein eigenes Leben zu haben, müssen wir zurück nach England, um Großvater zu besuchen. Ich weiß, dass der Blowout viel schlimmer war, als sie mir gesagt haben. Sarah, wir sind so kurz davor, in dem Gebiet fündig zu werden. So kurz. Mir bleibt keine andere Wahl, als Halo's Bohrlizenz zu erneuern. Sei am Dienstag in London. Zu Millies Geburtstag. Steven? Jackie! INP, oder? Migrations- und Nationalitätspolizei. Die sind mächtig zickig in Bezug darauf, wen sie reinlassen. Ich glaube, die Bohrung hat eine hydrothermale Spalte geöffnet, aus der jetzt überhitztes Wasser herausgedrückt wird. Das wird das Meereseis rasant schmelzen. Und wenn wir das Meereseis verlieren, hält nichts mehr den Grönlandgletscher zusammen. Und wenn wir den verlieren, verlieren wir den Golfstrom. Ihre Vorhersage könnte wahr werden. Die gesamte nördliche Hemisphäre könnte überfrieren. Erzähl mir, was im Krankenhaus war, Steven. Ach, alles übertrieben. Wir waren in letzter Zeit ein paar Mal schwindelig. Hilfst du auch mit? Oder siehst du nur zu? Ist das eine ernste Frage? Ihr habt jetzt endlosen, herrlichen Sommer hier. Ja, aber um welchen Preis? Die Lösung des Weltenergieproblems liegt hier unter unseren Füßen. Wir brauchen nur Zeit, sie zu finden. Aber wir haben keine Zeit. Sie können doch hier nicht so einfach reinplatzen. Ich will alle Ausweise sehen. Die sind gefälscht. Nein, er versucht abzuhauen. Ihm nach! Wir haben also noch jemanden. Sie fährt mit den anderen. Sie müssen alle von dieser Bohranlage runterschicken. Jetzt! Kommen Sie, wir müssen hier weg! Wir haben noch nie eine Bohranlage verloren! Wir müssen sofort alles evakuieren! Gut, Mann! Sie dreht sich! Festhalten! Kommen Sie! Fahrt hier! Sarah, fahren Sie irgendwie schneller! Ich fahre so schnell es geht! Kann mich irgendwer hören? Hier spricht Tom Archer! Die Halo One Bohranlage ist zerstört. Der Grönlandgletscher ist als nächstes dran. Kann mich irgendwer hören? Ja.
Macht das Wetteramt neuerdings Hausbesuche? Herr Minister? Treten Sie näher. Sie müssen sich dringend etwas ansehen, Herr Minister. Dieses Satellitenfoto von der Arktis ist eine Stunde alt. Blau heißt Meer, weiß ist Eisgebiet. Das ist ein Fehler, da ist überall dickes Eis. Ja. Da gibt's kein Wasser. Doch. Wir haben hier 30 Minuten Film in Zeitraffer. Der Satellit zeigt einen plötzlichen und katastrophalen Verlust von Meereseis in der Arktis. Zuerst dachten wir, es wäre ein Bildfehler, aber wir haben keine rationale Erklärung dafür. Halo Euler, deine Ölbohranlage, 20 Kilometer vom Rand des Gletschers entfernt. Wir haben versucht, da anzurufen. Alle Leitungen waren unterbrochen. Hatte Professor Archer nicht vorhergesagt, dass der Grönlandgletscher auseinanderbrechen würde, wenn das Meereseis verloren ginge? Eine derart riesige Menge an Frischwasser aus einem schmelzenden Gletscher könnte den Atlantik entsalzen. So sehr, dass es sogar den Golfstrom stilllegen könnte. Sollte dieser Fall eintreten, könnte für die gesamte nördliche Hemisphäre eine neue Ära von ganzjährigen Temperaturen unter 0 Grad anbrechen. Eine potenzielle neue Eiszeit. Was sollen wir tun, Sir? Herr Minister. Setzen Sie sofort Ihr ganzes Team darauf an. Wo gehen Sie hin? Ich erzähle das dem Premierminister. Anita? Ja, Sir? Holen Sie mir Tom Archer ans Telefon. Er ist bei seinem Vater. Er muss hierher kommen. Sarah! Wir müssen vom Eis runter! Oh Gott! Komm schon, bitte fahr schneller! Na los, geben Sie Gas! Die Mistkarre fährt nicht schneller! Persönlichen Gegenstände? Wie lange werde ich hier festgehalten? Wenn Ihr Fall bearbeitet wurde, müssen Sie auf die Ausweisung in Ihr Herkunftsland warten. Das kann Tage dauern und sogar Wochen. Wochen? So, das hier ist die Liste. Unterschreiben Sie da unten. Da machen wir uns ja gleich so richtig beliebt, hm? Auffanglager in den Docklands. Mehr haben mir die Leute nicht gesagt. Jacqueline Archer. A-R-C-H-E-R. Großvater? Hören Sie, das ist dringend. Ich will... Das musst du dir ansehen. Zeit aussieht, hat diese gigantische Umweltkatastrophe ihren Ursprung im arktischen Zentrum nahe Grönland. Zahlreiche Umweltorganisationen meinen, dass tausende Quadratkilometer des Meereseises anfangen würden, auseinanderzubrechen. Die Ursache dafür ist noch unbekannt, genauso wie Zahlen über eventuelle Opfer in den bewohnten Gebieten. Papa ist da oben. Sobald wir weitere Neuigkeiten haben, werden wir sofort darüber berichten. Als Folge der anhaltenden Umweltkrise bleiben die großen Börsen der Welt heute bereits den dritten Tag geschlossen. Jacqueline Archer, es wird doch wohl möglich sein, irgendwelche Informationen über Sie zu erhalten. 3 Millionen Quadratkilometer Eis, die in unser Meeressystem stürzen. Wenn dieses Eis schmilzt, rechnen wir mit einem weltweiten Anstieg des Meeresspiegels um mehr als 7 Meter. Was? 7 Meter? Und das sagen nicht nur wir. Wahrscheinlich ist unser gesamtes Wettersystem betroffen. Die Temperaturen werden schon bald zu sinken beginnen. Das ist unglaublich. Wie viel Zeit bleibt uns? Aufgrund der Klimaveränderung sind die Meere viel wärmer, als sie es mal waren.
Das Gletschereis wird schnell schmelzen und den Golfstrom in Mitleidenschaft ziehen. Warum haben Sie mich nicht gewarnt? In dem Bericht, den ich Ihnen von der Polarallianz geschickt habe, wurde dieses Szenario genauso vorhergesagt. Wissen Sie, wie viele Ministeriumsberichte jeden Tag auf meinen Schreibtisch flattern, Simon? In diesem Fall hätten Sie mir die Tür eintreten dürfen. Es gab für so ein Geschehen keine konkreten Beweise. Die GCHQ hat die Situation in Grönland überwacht, aber es gab keine Anzeichen. Sorgen Sie dafür, dass sämtliche Behörden sofort aktiv werden. Evakuieren Sie alle bedrohten Gebiete und lassen Sie die Flutdämme erhöhen. Ich rufe Washington an. Ja, und kommen Sie mit Cobra zu mir in 20 Minuten im Notfallsitzungsraum. Simon, Sie werden diesen Leuten gefälligst Beine machen. Illegal eingewandert. Sie haben keine Rechte. Stephen Archer. Mr. Archer, Simon Peterson, Umweltminister. Könnte ich bitte Tom sprechen? Der ist nicht hier. Ich muss ihn dringend erreichen. Wissen Sie, wo er ist? Arbeiten in der Arktis. In der Arktis? Oh nein, was macht er denn da? Er sagte irgendwas von einer Ölbohranlage. Wenn Sie etwas von ihm hören, sagen Sie ihm, er soll mich unverzüglich anrufen. Ich habe Nachrichten gesehen. Was ist denn da oben los? Die Einzelheiten sind noch unklar. Wir wissen nichts Genaues. Toms Tochter ist hier bei mir. Sie macht sich große Sorgen. Die INP hat ihre Mutter verhaftet. Können Sie da vielleicht etwas tun? Tut mir leid, Mr. Archer. Ich muss auflegen. Mantel. Fahren wir irgendwo hin? Wir gehen deine Mutter suchen. Großvater! Nun nochmal zu unserer Sonderberichterstattung. Sämtliche bekannten Überwachungsstationen bestätigen, dass das arktische Meereseis weiterhin dabei ist, sich vollständig aufzulösen. Wir können auch ohne Eis leben. Dein Vater ist viel einfallsreicher, als du vielleicht denkst. Ich war in letzter Zeit so gemein zu ihm. Na, so sind Kinder nun mal zu ihren Eltern. Das ist ihre Aufgabe. Er weiß das auch.
Hübsche! Oh Gott! Ich kann nicht mehr! Kenji! Wir müssen mit Cobra reden. Was ist denn? Im Norden Schottlands liegt die Temperatur schon unter dem Gefrierpunkt. Das kalte Wetter aus dem Norden stößt auf die warmen Strömungen in Südeuropa. Es sollen sich Tornados der Stufe 4 gebildet haben über Dorset, Hampshire und Surrey. Was ist das? Das ist die größte Kaltwetterfront, die England je erlebt hat. Der Golfstrom ist wirkungslos. Es hat angefangen. Mit dem Vorstellen schieben wir auf, bis wir bei Mami zu Hause sind. Okay. Der Sockel unter uns kann jeden Moment wegbrechen. Diese Bilder wurden von unseren Reportern in den vergangenen Stunden aufgenommen. Alles wohl Folge des Zusammenbruchs des Grönlandgletschers. Während das Wetter weiterhin überall auf der Welt verrückt spielt, sind auch Experten in höchstem Maße über die rasante Verschlechterung der Wetterbedingungen erschrocken. Viele sind nicht mehr in der Lage, vorherzusagen, was als nächstes geschehen wird.
Jetzt haben sie es endlich geschafft. Sie haben den Grönlandgletscher zerstört. Ich fasse es nicht, dass sie uns gefunden haben. Wir bekamen ein Notrufsignal heute Morgen von einem Halo-Transporthubschrauber. Daraufhin sind wir losgezogen. Das war Ihr Glück. Ich danke Ihnen. Ihnen beiden. Ich bin Lemmer. Das ist Kenji. Wir drehen hier oben einen Dokumentarfilm über Eisbären. Tom Archer. Das ist Sarah Fitch. Hallo. Tom Archer? Tom Archer? Tom Archer? Tom Archer? Wo ist es denn? Hey. Der Eissturmkomet. Ich habe Ihr Buch gelesen. Sie waren das. Hey, geben Sie mir ein Autogramm? Hier. Cool, das stelle ich gleich bei eBay rein. Darf ich mir das mal ansehen? Ich gebe Ihnen was, das hilft. Wo sind wir hier eigentlich? US-Militär. Horchposten. Haben Sie nach dem letzten Kalten Krieg dann eingemottet? Es liegt sehr schlecht, aber es wirkt sehr gut. So. Hören Sie. Ich müsste dringend London kontaktieren. Die müssen wissen, was hier los ist. Natürlich, da kann ich Ihnen helfen. Die CIA hat alles mögliche Zeug hier gelassen, als die abgezogen sind. Es gibt einen Satelliten. Ein Spionagesatellit. Der fliegt alle paar Stunden über uns hinweg. Kenji kann alles reparieren. Er reflektiert die Signale über Satelliten. Okay. Danke. Der gestiegene Meeresspiegel hat die Hebriden, Viking und die Färöerinseln erreicht. Er ist 5 Meter hoch. Kanada und Skandinavien erleben ähnliche Katastrophen. Mit der gegenwärtigen Geschwindigkeit erreicht er die Nordküste in 2 Stunden. Wir haben gerade erst angefangen, die Bevölkerung in höhere Lagen zu bringen. Wie sollen wir sie von der Küste wegbekommen? Das wird sicher nicht einfach, aber wir tun, was wir können. Hallo? Simon, kannst du mich hören? Tom, Gott sei Dank. Simon, ich hab keine Zeit für Details. Ich telefoniere hier über einen Satelliten. Die Wetterveränderungen haben zugeschlagen. Wir haben einen Hagelsturm mit Cricketball großen Hagelkörnern und eine Flutwelle rascht auf uns zu. Hör zu. Das ist nur der Anfang. Für einige Länder ist es schon zu spät. Der erhöhte Meeresspiegel dürfte Norwegen, Schweden und Island schon verwüstet haben. Und Großbritannien ist als nächstes dran. Und nach der Überflutung werden die Temperaturen in der gesamten nördlichen Hemisphäre auf minus 40 Grad fallen. Vielleicht auch tiefer. Bei den Temperaturen wird alles Wasser gefrieren und Großbritannien zu arktischem Ödland machen. Da kann nichts überleben. Was sollen wir tun? Geht nach Süden. Weit nach Süden. Ihr müsst die gesamte Bevölkerung Großbritanniens evakuieren. Das ist die einzige Überlebenschance, die ihr habt. Schafft alle außer Landes und zwar jetzt sofort. Ruf deinen Vater an. Die machen sich alle Sorgen um dich. Viel Glück. Sir, kann ich Sie sprechen? Sie meinen, wir sollen 70 Millionen Menschen evakuieren? Das ist unmöglich. Herr Premierminister, wir haben keine Wahl. Das Wetter verschlechtert sich schneller, als man vermuten konnte. Das Flutwasser wird schnell durchfrieren und das Land unter einer dicken Eisschicht begraben. Zurzeit gibt es keine Hoffnung auf irgendeine Art von Temperaturanstieg jedenfalls. Nicht für absehbare Zeit. Und das bedeutet? Die letzte Eiszeit dauerte 10.000 Jahre. Und diese fängt gerade erst an. Ist das ein Schneesturm? Ich habe vorher noch nie Schnee gesehen. Und von jetzt an wird es noch viel kälter werden. Großvater? Ist es das?
Ladies und Gentlemen, Freunde, die Situation, vor der wir stehen, ist außerordentlich gravierend. Wollen wir als Nation überleben, ist es für uns zwingend erforderlich, umgehend jeden Mann, jede Frau und jedes Kind außer Landes zu bringen. Der Auszug in Richtung Süden muss unverzüglich beginnen. Halten Sie die Verbindung, bis ich meine Familie erreicht habe, Kenji. Na, dann beeilen Sie sich. Der Satellit ist bald außer Reichweite. Die Verbindung dauert noch einen Augenblick. Los, weiter! Du bleibst hier, ja? Bitte, Sie müssen uns helfen. Wir evakuieren gerade. Meine Mutter ist hier drin, Jacqueline Archer. Ich muss sie finden. Bitte. Okay, bitte. Okay. Die Sachen der Neueinkömmlinge sind da drin. Such das Bearbeitungsformular und ich sag dir, an welchem Block sie sitzt. Das ist da drüben. Los. Da drüben, Mann, und ich hier. Du glaubst nicht, wie schön es ist, dich zu hören. Geht's dir gut? Hallo, Süße, kannst du mich hören? Ich verstehe nur ganz schlecht. Papa! Los, raus hier, Jungs! Wo seid ihr? Mama ist im Immigrantenauffanglager in den Docklands. Warum denn das, um Himmels Willen? Es hat irgendwas mit ihrem Pass zu tun. Ich bin mit Großvater hier. Wir versuchen, sie rauszuholen. Was? Ihr seid in London? Oh Gott. Millie, hör mir zu. Was immer ihr tut, geht nicht nach draußen, hörst du? Ihr müsst bleiben, wo ihr seid. Sucht Mama und bleibt drin. Ich kann dich nicht richtig verstehen. Bringt euch in Sicherheit, was? Und zieht euch warm an. Und geht nicht nach draußen. Ich werde euch irgendwie Hilfe schicken. Ihr müsst dort bleiben, was? Wo ihr seid. Sucht Mama. Papa? Bleibt in Papa. Dem Gebäude. Ich kann dich nicht richtig hören. Ich komme zu euch und hole euch. Millie. Millie. Es ist tot. Kommen wir da noch mal rein? Ist vorbei. Geht nicht mehr. Das war er. Es geht ihm gut. Das habe ich dir doch gesagt. Block 1, Abteilung D7. Jetzt holen wir deine Mutter raus. Oh ja. Wo bist du? Du meine Güte. Gott. Komm schnell, Großvater. Nach neuesten Berichten aus Großbritannien werden die Evakuierungsmaßnahmen am Boden massiv durch die sich ständig verschlimmernden Wetterbedingungen behindert. Die Temperaturen auf der nördlichen Hemisphäre befinden sich weiterhin im freien Fall. Die größte Völkerwanderung der Geschichte hat begonnen und Millionen von Menschen sind gezwungen, ihr Heim zu verlassen und ihre Reise in Richtung Süden anzutreten. Da weite Teile des Landes bereits abgeschnitten sind, greift die Angst um sich, dass Teile der Bevölkerung schon jetzt festsitzen. Das Schicksal dieser Menschen ist unbekannt. Aber sicher ist, dass die Welt vor einer Katastrophe noch nie dagewesenen Ausmaßes steht. Verdammt! Was ist? Haben Sie sie gewarnt, was Ihnen bevorsteht? Ich hab's versucht, aber dann war der Satellit weg. Da kommen wir auch erst in 2 Stunden wieder ran, ja? Mehr oder weniger. 2 Stunden? Das geht nicht. Ich muss zu meiner Familie. Ich glaube, es ist in der Richtung. Bleib bei mir dran! Millie! Raphael! Millie, ich helfe dir hoch. Alles in Ordnung? Raphael! Ja! Millie! Wir wollen meine Mutter holen! Millie! Steve, Raphael! Gott sei Dank! Wir müssen meine Mutter da rausholen! Nein, sie haben sie in einen Untersuchungsraum gebracht. Da lang.
Ich bin sehr froh, dich zu sehen, Raphael. Steven, ist auch schön, euch zu sehen. Weißt du, wo meine Mutter ist? Ich glaube schon. Da lang. Kommt mit. Wir haben Langstreckentanks, aber ich kann nicht garantieren, dass die sie bis nach London bringen, falls sie das jetzt überlegen. Ich habe einen Pilotenschein. Und einen Idiotenschein, wenn sie das versuchen. Er hat mir das Leben gerettet. Zweimal. Das schulde ich ihm. Ihre Entscheidung, Süße. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was meinen Sie? Wenn ich das Flugzeug nach oben kriege, dann kommen Sie doch mit, oder? Das hier ist mein Leben, länger als ich zurückdenken kann. Ich kenne nichts anderes. Das ist mein Zuhause. Also, warum sollte ich hier weggehen? Egal. Ich gehöre hierher. Ich kenne keinen Ort, an dem ich lieber wäre. Nur ich, Kenji und die Bären. Sie kommen doch wieder und holen uns, hä? Na klar. Schlüssel. Wie kommt ihr denn hierher? Es war Großvaters Idee, dich im Gefängnis zu suchen. Was ist denn los? Warum ist es hier so kalt? Papas Vorhersage ist wahr geworden. Der Gletscher ist auseinandergebrochen. Es wird jetzt immer kälter werden. Tom war draußen im Eis. Er war im Eis! Es ist alles gut, Tom, Mama. Ist da draußen. Ich habe mit ihm gesprochen. Er ist in Sicherheit. Aber wir müssen schnell hier weg. Er ist in Sicherheit. Ja. Okay. Komm, wir müssen gehen. Ja. Na los. Aufgrund der arktischen Wetterbedingungen mussten alle Flughäfen geschlossen werden und alle Flugzeuge am Boden bleiben, während die Evakuierungsmaßnahmen ihren Höhepunkt erreichten. Da diese Transportwege nun gefährdet sind, scheint es für die, die noch in Großbritannien eingeschlossen sind, keinen Weg mehr aus dem Land zu geben. Die Regierung verspricht, dass niemand zurückgelassen wird. Doch bei einer weiteren Verschlechterung der Wetterbedingungen scheint nur noch das Motto, jeder kämpft für sich allein zu gelten. Sehen Sie nach uns, wenn das vorbei ist. Sie wissen ja, wo wir sind. Danke, Lemmer. Nochmals. Danke. Und schön locker bleiben, meine Hübsche. Der Flug ist lang. Gar nicht. Meine Hübsche. Dann los!
Das ist Tom Archer. Er ist auf der Notfallfrequenz. Tom? Simon! Tom! Simon, kannst du mich hören? Simon, ich brauche deine Hilfe. Ich habe gerade Grönland verlassen und bin auf dem Weg nach London. Nein, 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 Tom. Bloß nicht hierher. Seit heute sind alle Flughäfen geschlossen. Hier ist nichts mehr. London ist erledigt, Tom. Du musst nach Süden fliegen, wie du es gesagt hast. Jacqueline ist im Docklands-Immigranten-Auffanglager. Mein Vater und Millie sind dahin, um sie zu suchen. Tom, der Premierminister ist deinem Rat gefolgt. Das gesamte Land wird evakuiert. Wenn das Wetter so bleibt, wie es ist, wird die ganze Stadt unter Schnee und Eis liegen, wenn du hier ankommst, und du wirst absolut nichts mehr finden können. Simon, kannst du mir bitte die genauen GPS-Koordinaten des Auffanglagers schicken? Natürlich. Viel Glück, Tom. Da sind ja... Mama! Danke. Was war das? Kommt schnell raus hier! Hier sind wir nicht mehr sicher. Am Transportsteig ist ein Hinterausgang. Sie haben uns mit Bussen hier reingebracht. Da lang! Was ist das denn? Das muss das Blutwasser sein! Achtung! Wir können hier nichts mehr tun, Herr Premierminister. Wir müssen die Befehlsgewalt an die örtlichen Stellen übergeben und das Kriegsrecht ausrufen. Jetzt sind minus 30 Grad draußen und die Temperaturen vor allem weiter. Wenn wir uns nicht beeilen, werden die Hubschrauber nicht mehr fliegen können. Glauben Sie, dass man uns das verzeiht? Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand Schuldfragen stellt. Es geht jetzt ums nackte Überleben. Ihr Glücksherr. Beeilen Sie sich, die Hubschrauber warten nicht. Aber Herr Minister, kommen Sie nicht mit? 40 Millionen Menschen verdienen es, dass jemand von der Regierung mit Ihnen ausharrt. Und ich schulde auch noch einem Freund etwas. Nicht weiter. Versuch's da lang. Vorsicht, pass auf. Millie! Ja, ganz vorsichtig. Mein Gott. Alles gefroren.
Hier gibt's keinen Ausgang mehr. Wir müssen irgendwie weiter nach oben gelangen. Seht mal. Da ist ein Ausgang auf der anderen Seite, der zu einer Treppe führt. Dann müssen wir uns dahin durchgraben. Ich glaube, das ist zu gefährlich. Wir haben die Busse gehalten, oder? Millie, was hast du vor? Die Busse können unser Tunnel sein. Genial, Millie. Raphael, geh mal aus dem Weg. So, und jetzt Achtung. Raphael, hilf mir mal. Fass mit an. Lange und glanzvolle Geschichte. Wir sind stolz auf das, was wir sind und auf unsere Fähigkeit, uns jeder Herausforderung zu stellen. Wir haben Kriege überlebt, Revolutionen, Invasionen feindlicher Nationen. Meine lieben Mitbürger, ich bin mir sicher, dass wir auch das überleben werden. Viel Glück. Möge Gott sie alle schützen. Tom, ich weiß nicht, ob du mich hören kannst. Aber hier ist alles vorbei. Großbritannien hat aufgehört zu existieren. Tom! Wir haben es geschafft. Ich glaub's nicht. Das müsste England sein, aber das ist eher wie die Arktis. Es ist so kalt. Das GPS ist kaputt. Wie soll ich jetzt meine Familie finden? Schwerer zu atmen. Ja, der Sauerstoff wird knapp. Wie bei Käfern in einem Glas. Ist alles in Ordnung? Großvater! Großvater!
Großvater, was ist? Was hast du? Also nichts, was wieder besser wird, fürchte ich. Großvater. Es geht mir ja gut. Steckt noch viel Leben in dem alten Hund. Diese Dinger stehen nicht am Straßenrand. Die hängen über den Autobahnen. Wir haben circa 10 Meter Schnee unter uns. Ohne GPS finde ich meine Familie nie. Kommen Sie. Wir müssen weitergehen. Alles in Ordnung? Aus der Bratpfanne in die Kühltruhe. Steven, wie geht es dir? Mir geht's gut, danke. Geht mir gut. Wirklich, ja? Ja, ja. Was ist mit den Beinen? Die kommen klar. Kannst du weiterlaufen? Ja, ja, klar. Kein Problem. Schön. Sehr schön. Gehen wir weiter? Ja. Dann los. Warte! Halt! Millie! Millie! Jackie! Steven! Helfen Sie mir! Raphael! Millie! Was machen Sie hier? Wir müssen nach Ost-London. Wir haben Ausgangssperre, Mann. Los, kehren Sie wieder um. Meine Familie ist in den Docklands. Ich will zu Ihnen. London ist Sperrgebiet. Es ist zu gefährlich. Bewaffnete Gangs plündern alles auf der Suche nach was Essbarem. Egal, ich muss zu meiner Familie. Nein, Sie kommen mit uns mit. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Danke, aber nein, danke. Stehen bleiben. Komm, nein. Stehen bleiben, haben Sie nicht gehört? Ich sagte, London ist Sperrgebiet. Ihr Ernst? Das hier ist England. Das war's. Kommen Sie. Da hinten sind unsere vorläufigen Baracken. Sergeant Doyle begleitet Sie dahin. Also vorwärts.
Tja, so ist es. So ist es überall im Land. Millionen, die nur da sitzen und auf ihre Evakuierung warten. Gibt es keine Möglichkeit, sie rauszuholen? Wir sitzen genauso fest wie die. Also hier sind die ganzen Vorräte. Die liegen hier rum und warten auf uns. Nehmen Sie Ihre Waffen runter! Oh ja, wer sagt das? Regierst du jetzt das Land oder was? Ich sag dir was. Gib uns, was wir brauchen und wir sind wieder weg. Lassen Sie meine Männer frei! Okay, Männer, beruhigt euch. Ich glaube, der Mann ist vernünftig. Wir wollen ja nicht viel. Wir wollen nur... Was hat der Kleine denn da fallen lassen? Ein GPS? Genau das, was wir brauchen. Ja, damit, Schätzchen. Nein. Nein! Du sollst das Ding... Tom, nein, nicht! Tun Sie das nicht! Tom! Ich leg dich um. Los, raus hier! Raus mit euch! Los, raus! Okay, Männer. Wir verschwinden. Wir sehen uns noch. Alles okay? Bestimmt? Atmen Sie tief durch. Geht's wieder? Ja, danke. Danke. Hey. Nehmen Sie das. Wenn Sie in London irgendjemanden finden wollen, dann brauchen Sie das. Danke, Sergeant. Vorsicht, pass auf! Ach. Hier seid vorsichtig, es ist rutschig. Oh, alles gut? Meine Hand! Was ist denn? Lass mal sehen. Verstaucht sein oder so. Weißt du, mein Vater hat oft über den Winter geredet. Also wie er früher war, vor dem Klimawandel. Weiße Weihnachten, solche Sachen. Dann hat er mir so ein Ding geschenkt. So eine Schneekugel. Kennst du die? Eine kleine Plastikkugel. Man schüttelt sie und dann fliegen da laute kleine Schneeflocken drin herum. Ich habe mich oft gefragt, wie es wäre, da drin zu sein. Tja, jetzt weiß ich's wohl. Zu Hause. Wenn die Hitze am größten war. Die Pflanzen starben. Und es kein Wasser gab. Wenn es so heiß war, dass man kaum atmen konnte. Dann dachte ich, es könnte niemals noch schlimmer kommen. Doch das hier, das ist schlimmer. Ja. Gehen wir wieder weiter? Ja.
Da ist eine Tür. Ich glaube, ich bin fast durch. Kommt! Probier's hier mal. Bewegt sich. Der Druck auf das Gebäude muss die ganze Zeit zunehmen. Und irgendwann wird es dann... Denk nicht drüber nach. Nur darüber, wie wir hier wieder rauskommen. Da rührt sich nichts. Das ist meterdick. Es muss doch einen Weg hier rausführen. Ihm schlecht ging, etwas zu ihm gesagt. Was? Halt durch wie ein Soldat, mein Sohn. Wirklich? Hm. Ja, und war dann auch alles wieder gut? Nicht wirklich. Wir haben oft darüber gelacht, als er älter war, so in deinem Alter. Ja, genau so. Millie. Komm los, wir müssen weiter. Ja. Ich werde alt. Sei nicht so streng zu dir. So alt bist du gar nicht. Dein Wort in Gottes Ohr. Thank you.
festgefroren. Die Luke. Die Notluke in der Decke. Ich komm nicht ran. Los, heb mich hoch. Vorsicht. Kannst du mich hochheben? Danke. Da ist dickes Eis. Ungefähr 7 Meter über dem Fahrstuhl. Scheiße. Vorsicht, dein Kopf, Millie. Sein Mist. Was machen wir denn jetzt? Raphael, hilf mir da runter. Da runter? Seien Sie vorsichtig. Hilf mir einfach. Hier, die Taschenlampe. Danke. Leuchte mir mal. Wenn der Hauptgastank immer noch Gas in die Röhren pumpt, können wir den Fahrstuhl aus dem Schacht jagen, wie einen Korken aus einer Flasche. Und dann oben raufklettern. Und dann oben raufklettern. Das ist verrückt. Ja. Fangen wir an. Wenigstens ist das Zeug noch zu irgendwas nütze. Ich glaube, ich bin vorhin da draußen durchgedreht. Einen Moment lang. Ist schon gut. Tut mir leid. Sie wollen zu Ihrer Familie. Ich verstehe das. Es ist einfach nur zu kalt. Dann müssen wir durchhalten wie ein Soldat. Was? Mein Vater. Wenn es mal richtig schwierig wurde, halte durch wie ein Soldat. Sie müssen einfach nur daran glauben, dass Sie das überstehen, Tom. Es ist schwer, sich das vorzustellen. Ich meine, es müssen Millionen sein, die es nicht geschafft haben. Was soll an meiner Familie so besonders sein? Also, wenn die auch nur annähernd so sind wie Sie. Lassen Sie mich das mal ansehen. Hm? Oh, nein, wirklich. Es ist in Ordnung. Ganz vorsichtig. Was wird passieren mit der Welt und mit uns allen? Für die, die es weit genug in den Süden geschafft haben, besteht eine Chance. Aber wenn wir nichts aus unseren Fehlern lernen, kann keiner sagen, für wie lange. Geht so weit vom Fahrstuhlschacht weg, wie ihr könnt. Wir kommen dann gleich nach. Seid bitte vorsichtig. Okay, komm. Fertig? Okay. Thank you.
Silver des Nivres. Ravi, überlass das letzte Streichholz mir. Nein, Mr. Archer. Ist schon in Ordnung. Ich hatte ein gutes Leben. Wir wissen beide, dass das Eis das Gebäude zerdrücken wird. Ich verlasse mich darauf, dass du sie sicher rausbringst. Kannst du das für mich bitte tun? Geh schon, lauf, Junge. Na los. Weggeschickt. Oh Gott, nein. Nein, wir müssen ihn aufhalten. Großvater! Großvater, wir müssen ihn aufhalten! Millie! Denk nach, Archer. Denk nach. Großvater! Nein, Millie, nein! Ah, er will das allein machen. Wir müssen ihn aufhalten. Nein. Großvater! Millie! Wir bringen los! Oh mein Gott. Die Westminster Bridge ist da unten irgendwo. Das Parlamentsgebäude. Alles ist... Ich weiß, ich sollte das nicht sagen, aber irgendwie sieht es schön aus.
Docklands müssten östlich liegen, 6 Kilometer. Gehen wir. Versucht, ihn aufzuhalten. Ich weiß. Hier. Wir müssen jetzt da hoch. Wir dürfen nicht aufgeben für Großvater und für Papa. Ja. Ich hab dich so lieb. Ich dich auch. Kommt. Es gibt einen Verkehrstunnel. Was? Wir müssen den Leimhaustunnel suchen. Vielleicht können wir dadurch. Okay. Gleich bei euch. So, die werden schön brennen. Ja. Ja, genau so. Schon besser. Seht denn alle Wagen? Die hier so rumstehen. Seht genau nach. Bin gespannt, wer sie als erster sieht. 1, 2, 3, ich komme. Hinter dem Bus! Alles, was ich brauche, ist das GPS, das ihr von dem Soldaten bekommen habt. Es gibt Essen, Vorräte, Wertsachen unter dem Eis. Ich brauche nur was, womit ich's finden kann. In der Karre ist es Menschen! Bitte,
Wenn ich das nicht mehr habe, werde ich meine Familie nie finden. Ach so. Dann muss ich euch eben umbringen und es mir nehmen. Nein, nicht! Ja! Jetzt schießt doch nicht auf mich! Renn sie! Los, 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 los! Ina! Oh! Ein Signal. Wir sind nur noch 500 Meter entfernt. Das ist gut. Was ist denn? Oh Gott. Hey. Der Letzte hat mich erwischt. Sarah, zeigen Sie es mir. Oh Gott, es tut mir leid. Sie es mir, zeigen Sie es mir. Bitte setzen Sie sich hin. Setzen Sie ganz ruhig. Ich Idiot. Sarah, setzen Sie sich hin. Kommen Sie. Setzen Sie sich hin. Sie müssen ganz fest draufdrücken. Ja, immer fest draufdrücken. Halten Sie durch, okay? Halten Sie durch, bitte. Dass wir so weit gekommen sind. Es tut mir leid. Was? Was tut Ihnen leid? Ich hätte eher auf Sie hören sollen. Eher auf Sie hören sollen. Niemand hat jemals auf mich gehört. Ist schon gut. Ist schon gut. Sie sind so nah dran. Jetzt werden Sie sich finden. Verschwunden. Das ist ja ein Albtraum. Wie soll uns hier jemand finden? Wir müssen vom Gebäude runter, bevor das Eis es verschluckt. Kommt, los! Hier lang! Da unten sind wir in Sicherheit, das ist wie ein Skihang. Das schaffen wir niemals! Was sagst du? Es ist so unsicher, das überleben wir nicht. Das ist der einzige Weg nach unten. Das wird nie was.
wir hier drauf runterrutschen, haben wir eine Chance. Gute Idee. Ach, ich weiß nicht, Millie. Aber wir haben keinen Plan B, Mama. Komm, los. Wir müssen es jetzt wagen. Kommen Sie. Komm da hoch, los. Okay. Okay. Jacqueline. Oh, Mama. Oh, oh nein. Nein, oh, bitte. Mama. Nein. Nein, Mama. Jacqueline. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh. Oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Oh, Mama. Da kommt jemand. Mrs. Archer? Oh Gott. Papa? Millie. Oh, Papa! Ich hab deinen Geburtstag verpasst. Großvater fehlt mir wirklich sehr. Mir auch, meine Süße. Weißt du, dass er uns das Leben gerettet hat? Ich wäre jetzt nicht hier, wenn er nicht gewesen wäre. Ohne ihn wäre das keiner von uns. Ohne Großvater. Tja, so war dein Großvater eben. Schön, dass du ihn kennengelernt hast. Thank you.
Jetzt müssen wir durchhalten wie ein Soldat. Seht doch! Wir haben keine Vögel mehr gesehen, seit das losgegangen ist. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir in die richtige Richtung gehen. Kommt weiter. Nachdem meine Familie wieder vereint war, zogen wir Richtung Süden. Ich wusste, dass der Weg lang und hart werden würde. Aber mit jedem neuen Tag, den wir der Sonne hinterherjagten, wurde unser Überleben wahrscheinlicher. Die Menschheit hatte eine zweite Chance bekommen. Diesmal musste alles anders werden. Wir wussten immer, dass wenn wir auf unseren Planeten achten, er auch auf uns achten würde. Vielleicht tun wir es jetzt.